Unsichtbarer und unvorstellbarer Gott. Meiner Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast. Mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Ich bin alt. Lass mich in Ruhe meine Schafe weiden. Entgegenzustellen. Was bezeugt dem Volk meinen Auftrag? Wird mir glauben. Ihre Augen werden sie anerkennen. Thank you.
Sohn meines Vaters, Bruder des Geistes, aus dem der Einzige sprechen will, vernimm mich und ihn und sage, was du verstehst. Mein Bruder, gab dir Allmächtige mich dir als Gefäß auszuschütten über unsere Brüder des ewigen Gnade schenke dir als Erkenntnis. Glückliches Volk, einem einzigen Gott zugehörig. Andere gibt es nur die Menschen, die so in der Vorstellung. In ihr hat der Kann dir ein Bild vom Unvorstellbaren. Wie wird Liebe ermüden, ausgewählt, den unsichtbaren zu wissen, glückliches Volk, den Unvorstellbaren, seinen Gott liebt, auserwähltes unvorstellbar, Volk auserwählt im Einzigen. Kannst du lieben, was du dir nicht vorstellen darfst? Unvorstellbar, weil unsichtbar, weil unüberblickbar, weil unendlich, weil ewig, weil allgegenwärtig, weil allmächtig. Nur einer ist allmächtig. Du schaffst die Sünden der Kinder an die Väter und Kindeskinder. Hast du? Sind wir fähig, zu verursachen, was dich zu folgen nötigt? Du belohnst die deinen Geboten. Gerechte Gott, du hast berichtet, was es geschehen soll. Der wird dem belohnt, der ganz anders möchte, oder dem, der nichts anderes vermag. Du hörst die Bitten, die Armen. Allmächtiger Gott, die Gekauften, die Opfer der Armen, reinige dein Denken, löse es von Wertlosem, weihe es wahrem. Kein anderer Gesinn dankt deinem Opfer. Nur ein allmächtiger Gott konnte solch ein schwaches, gedemütigtes Volk auserwählen.
göttliches Denkgesetz zwingt zur Erfüllung. Die Heilige!
Sei es ist der Sieg!
Allmächtiger, meine Kraft ist zu Ende. Mein Gedanke ist machtlos in Aarons Wort. Yeah.
dein Staat zwingt uns. Doch Pharao zwingt er nicht, uns frei zu lassen. Geschwunden. Ohne Hoffnung dient ihr und glaubt nicht an euch noch an Gott. Euer Herz ist krank. So zwingt ihr Pharao nicht. Gesund ist sie und stark, aber Moses Herz gleicht eurem jetzt, weil er euch schwach weiß und mutlos. Führt ihr die Hand an dies Herz, das krank ist wie eures. Erkennt euch darin mutlos, krank, verachtet, geknechtet, gepeinigt. Jetzt aber wohnt in Moses Busen der Geist des starken Gottes. Aufzuheben. Seht, führt Moses nun an die starke Herz, die aussätzige kranke Hand.
die Fronvögte! Erschlagt sie! Erschlagt ihre Priester! Erschlagt sie! Zerschlagt ihre Götter! Zerschlagt sie! Auf in die Wüste! In der Wüste wird euch die Reinheit des Denkens nähren, erhalten und entwickeln. Ewige lässt euch sehen ein Abbild eures leiblichen Glücks in jedem geistigen Wunder. Der Allwissende weiß, dass ihr ein Volk von Kindern seid und erwartet von Kindern nicht was Großes schwierig. Ihr rechnet damit, dass alle Kinder reifen und alle Kreise weise werden. Gebt euch frisch euer Leben in Freude der Vorbereitung auf die Weisheit des Alters zu widmen. Ihr wird es euch auch in der Wüste an Speise nicht fehlen lassen. Der Allmächtige verwandelt Sand in Frucht, Frucht in Gold, Gold in Wonne, Wonne in Geist. Wer speist den Nil? Der dies Land ernährt. Er, der den Stab in die Schlange, Gesundheit in Aussatz verwandelt. Sieht es Niles Wasser in diesem euch nicht, was ihr jetzt seht, ist Blut. Versteht ihr das? Es ist euer Blut, das dies Land ernährt, wie das Wasser des Nils. Die Knechte der Lüge, der falschen Götter. Doch der Allmächtige befreit euch und euer Blut. Volk des einzigen Gottes zu sein, ihm allein zu dienen, keines anderen Knecht. Ihr werdet frei sein von Flut und Plage.
doch was fernhold bleibt, seht her, ist wieder das klare Wasser des Nils. Und darin wird er untergehen.
lange soll das noch dauern? 40 Tage warten wir nun auf Moses und noch immer weiß keiner Recht und Gesetz. Unvorstellbares Gesetz des unvorstellbaren Gottes. Immer besetzt Judah die besten beiden Plätze. Er gab es sich nicht hin. Zu frohe Ruhetag. Sieht sich offenbart, soll mein Mund euch Recht und Gesetz vermieten. Erwartet die Form nicht vor dem Gedanken, aber gleichzeitig wird sie da sein. Das wird zu spät kommen. Vielleicht hat er uns verlassen, der uns fern war. Vielleicht hat sein Gott ihn verlassen, dem er nah war. Vielleicht kam er ihm zu nah. Es ist ein strenger Gott.
getötet. Sein Gott hat ihn getötet! Yeah.
dieses Bild bezeugt, dass in allem, was ist, ein Gott lebt. Unwandelbar wie ein Prinzip ist der Stoff, das Gold, das ihr geschenkt habt. Anschaulich wandelbar wie alles andere Zweite ist die Gestalt, die ich ihm gegeben. Verehrt euch selbst in diesem Sinnbild.
Thank you.
schön mich dein Glanz, was glänzt nur ist gut. Unangreifbare Tugend des Golds, unverlierbare Jungfräulichkeit, belohnt das Vorbild und Abbild.
geben wir die Liebe nach. Getan. Nicht Neues, nur was stets meine Aufgabe war. Wenn dein Gedanke kein Wort, mein Wort kein Bild ergab, vor ihren Ohren, ihren Augen ein Wunder zu tun. Auf wessen Geheiß? Wie immer. Ich hörte die Stimme in mir. Ich habe nicht gesprochen. Aber ich habe dennoch verstanden. Schweig! Ein Mund. Du warst lange fern von uns. Bei meinem Gedanken! Das müsste dir nahe sein! Wenn du dich einsam machst, wirst du tot.
Gott geglaubt. Das Volk hat auf das Wort deines Mundes, dem Recht und Gesetz entspringen, lange gewartet. So musst ich ihm ein Bild zu schauen geben. Dein Bild verblich vor meinem Wort. Deinem Wort waren sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstörte. Gottes Ewigkeit vernichtet, Göttergegenwart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz, das Unvergängliche, sag es, wie diese Tafeln, vergänglich in der Sprache deines Mundes. Israels bestehen, bezeuge den Gedanken des Ewigen. Ahnst du nun die Allmacht des Gedankens über die Worte und Bilder? Ich verstehe es so, dieses Volk soll erhalten bleiben. Aber ein Volk kann nur fühlen, ich liebe dieses Volk, ich liebe es und will es erhalten. Um des Gedankens willen, ich liebe meinen Gedanken und lebe für ihn. Auch du würdest dich Volk lieben, hättest du gesehen, wie es lebt, wenn es sehen, fühlen, hoffen darf. Kein Volk kann glauben, was es nicht fühlt. Erschütterst mich nicht. Es muss den Gedanken erfassen. Es lebt nur deshalb. Ein beklagenswertes, ein Volk von Märtyrern wäre es dann. Kein Volk erfasst mehr als einen Teil des Bildes, das den fassbaren Teil des Gedankens ausdrückt. So mache dich dem Volk verständlich, auf ihm angemessene Art. Ich soll den Gedanken verfälschen? Lass mich ihn auflösen. Schreibend, ohne auszusprechen, Verbote, furchterregend, doch befolgbar, sicher das Bestehen, die Notwendigkeit verklärend, Gebote, hart, die Hoffnung erweckend, verankern die Gedanken. Unbewusst wird getan, wie du willst. Menschlich schwankend wirst du dein Volk dann finden, doch liebenswert. Das will ich nicht erleben! Du musst leben, du kannst
an deine Gedanken gebunden? Ja, an meinen Gedanken, die in diese Tafel ausdrücken. Ich brauch nur ein Bild, ein Teil des Gedankens sind. So zertrümmere ich diese Tafeln und will Gott bitten, dass er mich von diesem Amt abberuft. Du Gottes Wort hast, ob mit, ob ohne Tafeln, ich dein Mund bewahre deinen Gedanken, wie immer ich ihn ausspreche. Durch Bilder! Bilder deines Gedankens, sieh sie dir wie alles, was aus ihm hervorgeht. Ich beuge mich der Notwendigkeit. Denn dieses Volk soll erhalten bleiben und für die Ewigkeit Gedanken zu zeugen. Meine Bestimmung, Herr, schlechter zu sagen, als ich es verstehe. Wissende wie doch, werden ihn immer wieder finden. Sie hielt die Feuersäule, sie führt uns bei Nacht. Vieldeutiger Gedanke. Lässt du diese Auslegung zu, darf Aaron mein Mund dieses Bild machen. So habe ich mir ein Bild gemacht, falsch, wie ein Bild nur sein kann. So bin ich geschlagen. So war alles Wahnsinn, was ich gesagt habe. Und kann und darf nicht gesagt werden. O Wort,
mir fehlt.